Debian 11 alias Bullseye steht vor der Türe. Was haben wir alle? Debian 10 Buster. Wie ist der Weg dorthin zum Upgrade? Was muss ich beachten? Was ist alles neu? Zeige ich euch jetzt in diesem Video. Als allererstes, Debian 11 hat den Codenamen oder einen Aliasnamen Bullseye bekommen und kommt am, wir sind noch nicht ganz da, 14. August 2021. Doch trotzdem kann man jetzt schon updaten und deswegen auch jetzt schon dieses Video. Ja, was ist neu hinzugekommen und Co.? Natürlich, es ist ein neuer Kernel da, steht hier auch irgendwo 5.10. Ich glaube, es gibt sogar schon 5.13. Werden wir sehen, was wirklich am 14. August drin ist. Jetzt kommt auf jeden Fall erstmal der 5.10er. Ich glaube sogar, wenn wir Glück haben, kommt sogar schon der 5.11er. Egal, auf jeden Fall Long-Term-Kernel ist jetzt ganz normal wieder mit dabei. Das heißt, auch wenn wir jetzt gleich upgraden werden, werden wir auch den neuen Kernel bekommen. Natürlich wieder verfügbar für alle möglichen Systeme, 32-Bit, 64-Bit, ARM-Systeme, ARM V7 und so weiter und so fort. Alles mit dabei. Was hat sich noch getan? Jetzt abgesehen von den MISC-Updates natürlich das Desktop-Environment. Ich nutze es persönlich kaum, beziehungsweise eigentlich gar nicht, aber trotzdem sind da viele, viele neue Key-Features gekommen. Wenn wir schon bei den Paketen sind, auch hier steht es nochmal, das sind jetzt so ein paar Pakete, ne, wo sich die Versionsnummer von Buster 10 zu Bullseye 11 enorm geändert hat. Hier Apache zum Beispiel, BindDNS, Light HTTPD. Da hat sich halt eben grundlegend was geändert, wo halt eben neue Versionen mit der Bullseye-Version kommen. Und hier oben schreiben sie auch nochmal hin, über 13.000 neue Pakete mit einer neuen Version. Nicht neue Pakete, mit einer neuen Version. Es sind aber auch, hier steht, 7.278 Pakete rausgefallen aus Buster, beziehungsweise bei Bullseye rausgefallen, die halt eben in Buster noch irgendwo drin waren. Aus den verschiedensten Gründen, hier steht various reasons been removed, also aus den verschiedensten Gründen, Sicherheitsfeatures, vielleicht braucht man auch gar nicht mehr, vielleicht ist es auch gar nicht irgendwie überhaupt irgendwann mal genutzt worden, gibt dafür viele, viele Gründe, doch trotzdem, hier gibt es eine Sektion, wo man nachgucken kann, welche Pakete rausgefallen sind. Auch das solltet ihr natürlich tun und immer, und da kommen wir jetzt zum Einstieg so ganz langsam, fangt erstmal bitte an, euer System zu sichern. Bei mir ist es, läuft es hier auf einer Proxmox-Umgebung. Ich habe eben noch einen Backup gemacht. Ich habe ein paar Snapshots. Ne, wenn ihr nicht auf 1000% sicher gehen wollt, dann macht ihr halt eben erstmal nur einen Snapshot von der Maschine und könnt dann hier wieder zurückgehen. Klare Empfehlung von mir. Bitte schaut, dass ihr ein valides Backup vorliegen habt, bevor ihr halt eben das Ganze upgradet. Genau, Pakete haben wir alle geklärt, Kernel haben wir erklärt, ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt zu meiner Anleitung und ich fange jetzt einfach mal damit an, dass ich hier mal das OS-Release mir anzeigen lasse. Ihr seht, ich habe hier eine ganz normale Debian 10 Maschine, es ist ein altes WireGuard-Gateway von mir und hier haben wir auch schon Debian 10, Linux 10, Buster. Mehr müssen wir erstmal nicht wissen, Version 10, mehr gibt es erstmal nicht zu wissen. Als allererstes, ich habe es gerade schon gesagt und ich sage es nochmal, macht verdammt nochmal bitte ein Backup. Ansonsten fangen wir jetzt erstmal an, und das ist auch ganz, ganz wichtig, das jetzige Betriebssystem auf einen validen Stand zu bringen. Das heißt, wir müssen hier erstmal angefangen mit einem Update, das ganze System erstmal so weit bringen, damit wir auf der neuesten Version von Debian Buster unterwegs sind. Hier sehen wir es auch in meinem Falle jetzt, 17 Pakete müssen nachinstalliert werden, anzeigen lassen kann man sich die mit Apt-List Upgradable, kann man hier natürlich kopieren, ups, kleiner Schreibfehler. Und dann sehen wir jetzt hier, es gibt sogar hier neue Linux-Header, was haben wir noch? KRBD ist ein bisschen was drin, irgendwas mit PAM, also Authentifizierung. Also erstmal für mich applikationsseitig nicht wichtig, ist viel systemrelevantes. Aber egal, das muss geupgradet werden, also mit Upgrade muss das System erstmal jetzt auf einen aktuellen Stand der Dinge gebracht werden. Das lasse ich jetzt laufen, das dauert wahrscheinlich nur ein, zwei Minuten, noch nicht mal so schnell, wie das hier läuft, und dann können wir weitermachen. Das Systemupdate für Debian Buster 10 ist jetzt soweit durch. Jetzt wie immer bitte erstmal überprüfen, funktionieren eure Systeme, funktionieren weiterhin eure Applikationen, läuft euer Webserver und so weiter. Das, was ihr normalerweise auch tun würdet. Auch hier jetzt erstmal meine klare Empfehlung, trotzdem erstmal ein Reboot durchführen, um erstmal auch alles wieder zu verhindern, dass wir nicht in irgendeinem korrupten Status sind. Überprüft dann bitte nochmals eure ganz normalen Dienste, die dort laufen, ob auch alles weiterhin läuft, wie es
laufen soll. Wir wollen schließlich eine Situation herbeiführen, die halt eben sauber ist, um das Upgrade auf Debian Bullseye 11 durchzuführen. Der Reboot sollte jetzt schon durch sein. Ich sage hier wieder Restart. Nee, noch nicht ganz. Und als nächsten Schritt, oder damit werden wir jetzt anfangen, die Pakete umzudrehen. Also das heißt, die Pakete von Debian Buster, die Paketlisten, so weit umzudrehen, damit wir uns die Pakete von Bullseye anstatt von Buster jetzt gleich ziehen. Da ist die Maschine wieder. Direkt einfach mal einloggen. Und dann fangen wir an, wieder meiner Anleitung zu folgen. Und dann geht es jetzt hier los mit Paketquellen ändern. Paketquellen ändern müssen wir in etc upsource list. Das ist zumindest da, wo es standardgemäß liegt. Es kann natürlich sein, dass ihr in weiteren Ordnern, gucken wir uns an, vielleicht habe ich hier eine Chance, uns das anzugucken, noch weitere Buster-Pakete habt. Dann müsst ihr die natürlich auch abändern. Aber gucken wir uns eben an. Also als allererstes etc apt Source List und häufig gibt es dann noch und hier auch ein Punkt D, ein Ordner und da steht auch Buster Backport Lists und da steht jetzt auch was drin. Das fangen wir damit an, dass wir das jetzt hier mal auskommentieren und das ganze Paket jetzt eben für Bullseye hinzufügen. Also wir können uns die Zeile hier auch einfach kopieren. Ich gucke mal, ob ich nicht auf meiner Webseite die sogar stehen habe. Bullseye Updates, nein. Also nehmen wir hier die Backports mit rein und ändern das Ganze hier von Buster auf Bullseye ab. Steuerung O zum Speichern und damit ist die Datei erledigt. Da könnte sein, dass ihr noch mehrere Dateien drin habt in dieser Source List D. Ansonsten erstmal ganz, ganz wichtig, wir müssen die Datei source.list bearbeiten. Das ist die, worum es im Endeffekt hier geht. Hier könnt ihr getrost erstmal alles, was von Buster ist, einfach auskommentieren. Ihr könnt es natürlich auch abändern, ne? wenn ihr lustig seid. Ich gehe jetzt hier hin, kopiere mir die Liste, die ich für euch zur Verfügung gestellt habe. Fügt die jetzt hier rein, ihr seht alles Bullseye, speichert die Datei ab und schließe die Datei wieder. Zurück zur Anleitung und jetzt wird es wieder relativ einfach. Wir fangen jetzt wieder an mit einem Update und ziehen uns die neuen Paketquellen quasi rein. Ganz wichtig, passt bei den Paketquellen auf. Es kann sein, dass ihr vielleicht für Docker oder sonst was irgendwelche Paketquellen hinzugefügt habt, die natürlich nicht anfassen, sonst werden eure Pakete, die ihr aus anderen Paketquellen irgendwie bezieht, ja, nicht mehr geupdatet, beziehungsweise gibt hier sowieso ein paar Fehler dann, wenn man Update macht. Passt da bitte auf, dass ihr nur die Buster-Pakete anpackt. Ja, hier auch Aktualisierung, 292 Pakete verfügbar. Das ist schon der Hinweis, jetzt machen wir auch nochmal das Upgradable auf. Das ist schon der Hinweis, dass ich hier einiges getan habe. Und jetzt sehen wir natürlich auch, dass die ganzen Pakete alle neu sind und viele haben eine neue Version bekommen und. Letzter Befehl, bevor es halt eben groß losgeht, ist hier apt full upgrade. Das kopieren wir jetzt uns auch, fügen das ein. Wir werden das Ganze mit Ja jetzt bestätigen. 560 MB Plattenplatz werden zusätzlich nachher benutzt. Und dann lassen wir das Ganze jetzt durchlaufen. Falls irgendwelche Fragen kommen während der Installation jetzt, also es kann vorkommen, dass zum Beispiel der SSH-Dienst sich ändert, dann gibt es solche Fragen wie, möchtest du die alte SSH-Konfigurationsdatei behalten? Denn es würde eine neue geben. Bestenfalls immer alte Datei behalten, weil der Dienst funktioniert dann deutlich, weil es deutlich besser, aber ihr habt ihn ja schließlich irgendwie konfiguriert. Und das ist meistens auch immer der Default-Wert. Hier haben wir jetzt schon was, Restart Services during Package Upgrade without asking. Das ist jetzt einfach nur, wenn Dienste hierbei auf dem System installiert sind, während Dienste installiert sind, die jetzt geupgradet werden, darf er ohne weitere Fragen diese Dienste durchstarten. Natürlich soll er gerne machen, ich hätte gerne ein sauberes. In meinem Falle, ja, bitte, soll er bitte tun. Wenn jetzt irgendwelche Abfragen gleich kommen, zeige ich euch die natürlich. Hier ist jetzt zum Beispiel so eine Frage und genau wie ich schon vermutet hatte, der SSHD-Config, wie sollen wir mit dieser Config verfahren, weil es würde was Neues geben und Standard ist ja auch ausgewählt, aktuell lokal installierte Version beibehalten. Bitte, ja, das hätte ich gerne. Upgrade ist nun erfolgreich durchgelaufen. Hier sehen wir jetzt auch Kernel 5.10.0-8 AMD64 ist installiert worden und ist jetzt in den Initram FS geladen worden. Ich gehe jetzt gerne hin und sage noch apt auto remove. Das könnten wir eigentlich noch besser nachher machen. Sag jetzt nochmal ja. Jetzt werden nämlich die ganzen alten Kernel-Versionen rausgelöscht. Ihr seht hier 4.19 wird gerade alles weggekloppt und wird entfernt, bevor wir jetzt endgültig mal einen Reboot machen. Server wieder da. Root mein tolles Passwort
Und damit sind wir erstmal fertig. Gehen wir wieder zurück zur Anleitung. Natürlich können wir das jetzt ganz normal wieder hier mit OS-Release überprüfen und sehen jetzt auch, ich mache es euch mal ein bisschen schöner in der Anzeige her, haben wir jetzt Debian, GNU, Linux 11, Bullseye laufen. Hier steht auch Version 11, Version 11. Kernel können wir ja auch überprüfen mit uname-r. Und hier haben wir jetzt auch 5.10.0-8 AMD 64. Das kann sich noch ändern jetzt zum offiziellen Release. Das ist Stand jetzt Ende Juli. Ne, das heißt, wir haben noch 2 Wochen Zeit, fast 3 Wochen Zeit, bevor wir jetzt den offiziellen Release von Debian bekommen. Noch eine ganz wichtige Sache, habe ich ganz, ganz häufig gelesen und auch gehört aus meiner Community, dass es Probleme gab und dann kam hier so ein Fehler mit Breaks, libgcc 8. Da muss man lediglich um diesen Fehler während des Upgrades zu vermeiden, hier unten das Paket gcc-8-base nachinstallieren, also vorher installieren und dann nochmal das Full Upgrade machen. Das hat das Problem dann erstmal gelöst und dann ist das Upgrade auch ganz normal durchlaufen. Einfach nur der Hinweis, weil es relativ häufig vorgekommen ist, dass das Paket irgendwo mal fehlte. In meinem Falle war es jetzt ganz normal da. Ja, wenn ihr irgendwas Ergänzendes habt zu dem Prozess hier natürlich, bitte ab in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich, ne, wie immer freuen, über einen Daumen hoch, ein Abo dalassen und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao.